Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Starts mal 1 Webinar heute um 13 Uhr live aus unserer Trading Academy bei BDSwiss. Ich darf Sie heute Mittag begrüßen und wir wollen uns in den nächsten 15 bis 20 Minuten mal mit einem grundsätzlichen Thema beschäftigen, und zwar wie Sie einen Sparbuchersatz herstellen können durch ein eigenes Trading-Buch. Ich glaube, heute gibt es ja bei diesen Sparkassen diesen Weltspartag oder wie sich das nennt, und dort bekommen Sie ja nichts bei, müssen Sie noch bezahlen, dass Sie das Geld dorthin bringen. Also höchste Zeit, sich um Alternativen für Ihr Erspartes damit zu beschäftigen und vor allem, wie Sie das Ganze eigenständig, proaktiv, selbstständig in die Hand nehmen, so dass Sie alleine die Kontrolle haben darüber, was Sie tun, und darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Kurz zum Hintergrund. Wir müssen uns einige grundsätzliche Fakten mal ins Gedächtnis rufen und versuchen, auch diesen Hintergrund dieser ganzen Industrie, dieser ganzen Finanzindustrie für Privatleute dort damit zu beschäftigen. So, also Trading, insbesondere wenn es von Privatleuten selbst betrieben wird, also wenn mündige Bürger selbst das finanzielle Schicksal in die Hand nehmen wollen, dann wird es oft in Deutschland, das muss man sagen, ist leider ein deutsches Phänomen, als sehr negativ oft dargestellt, auch in den Druckerzeugnissen wird es dann gesagt, das sind Hasardeure, das sind Glücksspieler und das sind ja alles ganz halbseidene Firmen auch, die diese Services anbieten. Und natürlich die Sparkassen und die Fondsgesellschaften und DWS und wie die alle heißen, das sind natürlich die Guten. Und alles, was da jetzt neu kommt, das wird schlecht gemacht. Nun, der Grund ist relativ einfach. Natürlich, diese Druckerzeugnisse haben große Anzeigen. Kunden, eine Deutsche Bank wird natürlich dort im Jahr viele Millionen an Geldern ausgeben für Anzeigen, Schaltungen. Das heißt, natürlich werden sie dort sehr wenig kritische Stimmen hören und neue Spieler werden kritisiert. Ich sehe das auch an einem ganz anderen Beispiel, zum Beispiel der Dirk Müller, den ich sehr schätze. Der hat ja auch einen Fonds aufgelegt und auch die Berichterstattung dazu war von vornherein sehr, sehr kritisch, sehr schlecht wurde der gemacht. Und weil eben diese etwas verstaubte Branche auch aufwirbelt, auch was die Vergütungsmodelle dort betrifft. Das heißt, es gibt auch wie in anderen Bereichen eigentlich keine neutrale Berichterstattung. Ja, und in Deutschland ist es leider noch schlechter, ganz einfach, weil eben Deutschland nicht zu den Nationen gehört, wo solche Sachen schon von Kindesbeinen an beigebracht werden. Wir lernen in der Schule alle möglichen Sachen, aber nichts, was eigentlich mit wirtschaftlichen Fragestellungen zu tun hat. Das heißt also, neue oder unkonventionelle Anbieter, wie auch unsere Firma und wie viele andere Betriebe auch, werden sehr kritisch und meiner Meinung nach zu negativ beurteilt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass die Leute abgehalten werden sollen, eben ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Die wollen, dass sie einfach das Geld dort ihrem Berater geben, damit dort teure Immobilien erhalten werden können und so weiter. Also es sind riesige Apparate, ja, die dort am Leben gehalten werden müssen. Wir möchten aber in diesem Webinar mal eine nüchterne Analyse machen, wie sie mit überschaubarem Risiko ganz anständig sich durch diese Nullzinsphase, die uns vermutlich noch einige Jahre ja begleiten wird, durchnavigieren können. Und der Fokus soll dabei wirklich auf Sie gerichtet sein. Ich will hier nichts vorgeben und auch nicht sagen, dass Sie jetzt Ihr Erspartes hier bei uns anlegen sollen. Im Gegenteil, wir wollen das Ganze nüchtern mal betrachten und uns anschauen, wie man eben ein Trading-Konto als Alternative in diesen Zeiten eben betrachten kann. Ja. Also, wenn also der Anspruch ist, eine anständige Jahresrendite zu erzielen, sagen wir zwischen 5 und 10%, wir wollen auch nicht zu aggressiv sein, sondern wenn Sie in diesem Umfeld 5 bis 10% im Jahr machen, dann haben Sie
sehr vielen anderen Bürgern schon sehr viel voraus. Und wir müssen uns die Rahmenbedingungen angucken. Und die sind im FX- oder CFD-Handel in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, relativ gut geworden, diese Rahmenbedingungen. Weil sie einen Zugriff haben, einerseits ETFs könnte man auch noch dort nennen. Wir haben, bieten diese Produkte nicht selbst an, aber ETFs auch bei allen Problemen in der Konstruktionsweise, also die etwas eingeschränkter auch noch sind dort zu nennen, aber sie haben eben dort erstmal Zugang zu sehr vielen Märkten, die es wie gesagt vor 10 Jahren nicht möglich war, diese Märkte zu handeln. Insbesondere aber meine ich damit rein im FX- und CFD-Markt, dass die Transaktionskosten sehr gering sind. Also sie zahlen ja auch keine Kontoführungsgebühren und wenn sie zum Beispiel eine Einzahlung machen, dann liegt das Geld ja nicht bei uns auf dem Konto, sondern es liegt bei entsprechend segregierten Konten bei großen Banken. Das heißt also, das Geld ist nicht unsicherer, als wenn Sie das auf einem Sparbuch haben, weil es letztlich bei denselben Banken wahrscheinlich liegen wird. Ja. Also bei großen entsprechenden Instituten. Das heißt also erstmal von diesem Risiko haben Sie dort keinen Unterschied. Sie haben aber den Unterschied, dass Sie eben gezielt, wenn Sie denn wollen und möchten, dort eben am FX-Markt zum Beispiel oder über CFDs an Aktienmärkten oder Rohstoffmärkten eben agieren können. Ja, und diese Transaktionskosten, wir haben das in einigen anderen Webinaren ja schon mal uns angeschaut, die sind relativ gering, wenn Sie das mit anderen Produkten vergleichen. Denken Sie an Zertifikate, dort gibt es oft sehr heftige Bid-Offer-Spreads. Sie haben vielleicht auch selbst dort mal schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen Zertifikaten, wenn die Emittenten Ihnen keine Preise stellen, weil es gerade gegen die läuft und so weiter, aber das ist gar nicht Thema. Es geht erstmal um reine Transaktionskosten. Aktien haben Sie, Börsengebühren etc. Wenn Sie einen schlechten Broker haben, zahlen Sie dort 10, 20 € pro Ticket. Von physischen Edelmetallen, Immobilien, Fonds, Kunst, Oldtimer, Wein wollen wir gar nicht erst anfangen. Das sind alles natürlich probate Objekte auch. Und ich will die auch nicht schlecht machen, aber die sind eben nicht liquide. Ja, das heißt, Sie haben dort eben nicht diese Verfügungsgewalt drüber und diese Kontrolle, wie Sie das in einem Devisenkonto haben. Das heißt, die Rahmenbedingungen rein von den Transaktionskosten und Transaktionskosten ist das Thema, womit sich die meisten am wenigsten beschäftigen, was aber oft den Unterschied macht, ob eine Strategie funktioniert oder nicht. Ja, wie gesagt, wenn es nämlich keine Transaktionskosten gäbe, stellen Sie sich nur mal vor, es gäbe keine Transaktionskosten, Sie könnten sozusagen auf dem Bid und Offer, der wäre immerhin gleich, der Kurs, es gäbe also keinen Spread und es gäbe keine Transaktionskosten, dann wären wir alle Milliardäre, weil man würde sich eine Strategie nehmen, die nicht funktioniert, die nachweislich Geld verliert und genau das Gegenteil tun. Ja, das heißt also, es sind die Transaktionskosten, die das natürlich unmöglich machen. So, und es gibt im Wesentlichen vier, eigentlich zwei Zutaten, aber eigentlich eben im erweiterten Sinne vier, die bestimmen, wie sich eine Rendite zusammensetzt. Also einerseits, die ersten beiden sind die Hauptbestandteile und die Nummer drei und vier sind nachgelagert. Und auch schon vorneweg mit Punkt 3, Größe einer Trading-Position meine ich relativ zum Gesamtportfolio. Das heißt, wie viel Prozent Sie riskieren, entsprechend pro Trade. Natürlich Trefferquote und Verhältnis von Gewinn und Verlust sind die beiden entscheidenden Faktoren. Da gibt es sehr verschiedene Ansätze, sehr verschiedene Strategien. Wir kommen gleich noch etwas genauer dazu. Natürlich ist es so, je höher die Trefferquote, desto besser. Das heißt aber nicht, dass Sie mit geringeren Trefferquoten schlechter dastehen, zwangsläufig. Punkt 2 wird oft unterschätzt, dieses Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Und wie gesagt, Punkt 3 meint also Größe einer Position
im Vergleich zum Gesamtportfolio ist. Wir reden nicht von der absoluten Größe, sondern wie viel Sie riskieren. Wenn Sie 100.000 Depot haben und 10% riskieren, ist es vollkommen anderes, als wenn Sie 0,1% riskieren pro Geschäft. Und die Handelsfrequenz natürlich hat auch eine Folge, denn wenn Sie eine gute Strategie haben, die funktioniert nachweislich, aber die nur im Jahr vielleicht zwei Trades macht, oder sagen wir vielleicht 20, um das Ganze auch etwas realistischer zu machen, um diese Aussage überhaupt machen zu können, ob die funktioniert. Aber angenommen, Sie machen 20 Trades und Sie machen mit jedem dieser 20 Trades Gewinn, ist es natürlich was anderes, ob Sie 20 machen oder 200 im Jahr oder 2000. Denn natürlich hat das am Jahresende einen Einfluss auf die annualisierte Rendite. Ja. Wenn Sie, wie gesagt, eine gute Strategie haben, die funktioniert und entsprechend noch viele Signale liefert, ist es natürlich präferiert. So, Trefferquote, was damit gemeint? Also Sie kennen alle diesen Trigema-Affen dort von Herrn Grupp. Der hätte eine Trefferquote von wahrscheinlich 50%, wenn er genügend Trades machen würde, wenn er sie den vor den Computer setzen und der würde Call oder Put klicken im Binärbereich oder er würde kaufen oder verkaufen, MetaTrader drücken, würde der vermutlich 50% machen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, mit Hilfe von Werkzeugen diese Trefferquote zu erhöhen. Und da können schon ein paar Prozentpunkte ausreichen, um sehr signifikanten Einfluss zu haben. Wenn Sie von 50 das schon auf 55% erhöhen, werden Sie gleich sehen, hat es schon eine sehr, sehr starke Auswirkung. Chance-Risiko-Verhältnis. Damit ist gemeint, wenn Sie 1.000 Euro riskieren in einem Trade im Schnitt, der Trade geht schief, verlieren Sie 1.000. Aber wenn der Trade gut geht, die Frage, wie viel Gewinn machen Sie? Ja, wenn Sie entsprechend 1 zu 1 haben, dann würden Sie 1.000 Gewinn machen. 1 zu 2 heißt, Sie würden 2.000 Gewinn machen. Das heißt also, Ihr Gewinn wäre doppelt so groß wie Ihr Verlust. Das heißt also ein CRV von 2. Und Größe einer Trading-Position habe ich schon angesprochen. Auch Handelsfrequenz haben wir uns schon angeschaut. Jetzt machen wir mal ein paar realistische Annahmen und sagen, wir haben eine Depotgröße von 100.000 und wir sagen, zwei Trades pro Woche im Schnitt und 2 Wochen Urlaub gönnen wir uns auch, also 100 Trades pro Jahr etwa. Sagen wir, riskieren 1% pro Trade. Dann haben wir hier mal so ein Tableau. Da sehen wir jetzt, wie sowas aussehen könnte entsprechend. Modelliert, wie viel Gewinn oder Verlust Sie machen am Jahresende. Sie sehen hier oben dieses CRV, angefangen bei 0,75. 0,75 ist das, was Sie binär machen können. Sie sehen, es ist geringer als 1, also generell eigentlich nicht so gut. Nicht so gut. So, und Sie sehen, natürlich je höher die Trefferquote, desto höher wäre Ihre Rendite und natürlich auch CRV. Aber hier gibt es natürlich verschiedene Schattierungen. Sie können zum Beispiel eine Strategie haben, die eine sehr hohe Trefferquote hat und ein geringes Payout. Angenommen, sind binär unterwegs und Sie haben eine Trefferquote von 65%, das heißt von 100 Trades, fahren Sie 65 nach Hause. Und Sie würden nur diese Binaries traden, was ich nicht empfehlen würde, aber angenommen, das soll es ja geben, dass jemand Systeme entwickelt hat, die 65% Trefferquote mit diesem Payout haben, dann würden Sie 14% vorne liegen. Sie sehen, das reduziert sich natürlich sehr schnell. Und hier sehen Sie auch, dass wenn Sie nur Binaries traden mit 75% Payout, dann müssen Sie eine Trefferquote von 57% haben, um überhaupt Break-Even, also eine schwarze Null zu haben. Haben Sie weniger als 57, verlieren Sie. Das heißt also, aus diesem Grund sehen Sie eigentlich, dass Binaries eigentlich nicht zu empfehlen sind. Denn 57% hört sich relativ wenig an, aber das müssen Sie immer schaffen.
Das müssen sie erstmal schaffen. Das sind 7 Prozentpunkte besser als der Affe. Wenn sie sagen, ja gut, cool, das ist ja sehr einfach, aber so trivial ist es eben nicht. Sie sehen aber, wenn Sie entsprechend hier an dieser Schraube drehen, haben Sie die größeren Effekte. CRV nämlich. Angenommen, Sie riskieren 1000 und im Gewinnfall machen Sie aber 1250. Also Sie haben CRV von 1 zu 1,25. Dann sehen Sie, sind Sie schon bei 45% Trefferquote vorne. Also die schwarze Null sozusagen. Und Sie sehen, dass bei 50%, das heißt im Falle vom Affen, 13% vorne liegen. Das heißt also, wir sehen schon aus diesem Grund allein, warum ich persönlich kein großer Freund von geringen Payouts bin und damit auch kein Freund von Binaries bin. Ganz einfach, weil es sehr schwierig ist, damit profitabel zu sein. Das ist einfach die Realität. Sie sehen, wie gesagt, es gibt verschiedene Schattierungen. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist, aber das heißt, Sie müssen eine sehr hohe Trefferquote haben. Das heißt natürlich auch, dass es andere Fälle gibt, die sehr geringe Trefferquoten haben, aber entsprechend große Payouts. Ja, denken Sie an den Film The Big Short, der vor einigen Monaten, ich glaube Anfang des Jahres war das, kam der in die Kinos rein, der erzählt diese Geschichte von verschiedenen Hedgefonds, die im 2007 und davor halt schon diese Wette gegen diese Derivate gemacht haben auf den Häusermarkt. Und die hatten ein Payout von 1 zu 100 zum Teil. Also das heißt, sie haben 1 Euro oder 1 Dollar dort reingesteckt und 100 rausgeholt. Da brauchen sie natürlich entsprechend, wenn sie nur solche Sachen machen, also solche Tail Risk Geschäfte, wie man sagen würde, sind es natürlich ganz andere Ansätze. Aber es zeigt eben, welches Spektrum es gibt. Und auf dem anderen Ende gibt es natürlich die High-Frequency-Trader, die natürlich extrem hohe Trefferquote haben mit entsprechend geringem CRV. Das heißt, Sie sehen, es gibt beide Schattierungen. Sie müssen für sich selbst entsprechend entscheiden, was für Sie eben besser ist, welche Strategie eben, welches Muster das passt. Wir sehen hier zum Abschluss jetzt nochmal also vier Möglichkeiten, vier Kombinationen, um sozusagen nüchtern zu sehen, wenn Sie diese 10% unter den von mir genannten Angaben, 100 Trades pro Jahr, 1% Risiko, wie Sie das bewerkstelligen können. Das heißt, Sie könnten Trefferquote von 57% und CRV von geringer als 1 würde Sie dahin führen. Sie sehen aber auch, dass Sie eine Trefferquote von nur 47 haben können, wenn entsprechend Sie ein hohes CRV haben. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie sich sowas zusammensetzen kann. Aber das ist nicht unrealistisch. Glaube ich, das ist nicht unrealistisch. Wir haben, wie gesagt, wir wollen hier Ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprechen und sagen, wie können Sie eine anständige Rendite erzielen. Sie sehen, 57% bei relativ geringem CRV oder 47%, wenn Sie nur das geringfügig modifizieren, Ihr Verhältnis von Stop-Loss zu Take-Profit. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel, wenn Sie einen 20 Pip Stop setzen und einen Take-Profit dann entsprechend von 27 oder von 27 zum Beispiel, ja, also 20, dann hätten Sie hier so einen CRV. Ja, und Sie sehen dann wirklich, dass jedes Pip dann auch zählt. Ja, wenn Sie, wie gesagt, den Take-Profit bei 20 setzen oder bei entsprechend 25, dann wären Sie hier schon bei CRV 1,25. Sie sehen also, das ist wirklich wichtig, immer zu schauen, wenn Sie CFD oder Forex Trade machen, wie ist Ihr Chance-Risiko-Verhältnis? Gut, das soll jetzt heute Mittag erstmal genügen, um Ihnen dort ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, darüber nachzudenken, ob das was für Sie sein könnte. Wie gesagt, wir machen das, ihr habt es bewusst ganz nüchtern mal gemacht und lasst ihr die Zahlen sprechen und Sie entscheiden selbst, ob Sie was einzahlen, ob Sie das Geld lieber im Sparbuch liegen lassen. Wie gesagt, das müssen Sie für sich selbst entscheiden.
Und natürlich ist es auch Arbeit. Natürlich, wenn Sie 100 Trades pro Jahr machen und es natürlich gute sein müssen, erfordert das Arbeit. Das ist gar keine Frage. Aber natürlich, wenn Sie 10% haben und das Ganze dann mit Zinseszinseffekt über 10 Jahre natürlich aufsummieren. Zinseszinseffekt ist ja das, was dann exponentiell entsprechend den Unterschied macht. Werden Sie natürlich feststellen, dass sich diese Arbeit natürlich lohnt. Gut, gibt es dazu jetzt heute Mittag noch Fragen von Ihrer Seite? Gut, ich sehe, es ist nicht der Fall. Dann machen wir jetzt eine Pause und melden uns um 15.15 Uhr zurück mit dem US Open. Schauen wir mal, was in gut einer Stunde dort dem USBP heute über die Ticker kommt. Bis dahin, meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.